Hey Leute, willkommen zu einem neuen Video hier auf Tokyo Lifestyle. Ja, natürlich. Und ja, heute geht es ein bisschen weiter raus in die Prärie. Kann man vielleicht hier im Hintergrund schon sehen. Es geht nämlich nach Nara. Und was es dort gibt, das werde ich euch auf jeden Fall gleich zeigen. Reden wir noch mal ein kleines bisschen so über, ja, sagen wir mal, das Video, was ich veröffentlicht habe mit Ich schminke mich. Wir wissen ja alle, seit März gibt es diese Homophobie-Anhänger richtig stark auf YouTube momentan. Aber mal ganz klar gesagt, Leute, ihr braucht mir gar nicht runter zu schreiben. Hier landet eben Spam-Ordner. Ich kann es eh nicht lesen. Ja, und der Spam-Ordner wird sowieso immer in der Regel schnell vernichtet. Na, so viel dazu. Nee, Leute, ich habe immer so viele Kommentare mit, warum schminkst du dich eigentlich? Und da denke ich mir eigentlich immer so, naja, also so krass schminken ist das jetzt nur auch wieder nicht. Oder? Also ist das für euch krass schminken? Ich glaube mal nicht. So Leute, willkommen. Wahnsinn, oder? Also ich bin jetzt in Nara. Oder wir sind jetzt gerade in Nara angekommen. Und gebt euch einfach mal diesen Gang. Ja, du läufst einfach nur durch die Straße rum. Und du siehst einfach, das sieht wirklich schön aus. Und ich weiß nicht, ob ihr das im Video seht, aber ich zoome mal ran. Man sieht einfach die Berge im Hintergrund. Das heißt, man läuft quasi zu den Bergen. Das ist schön. Leute, es ist natürlich auch übelst gutes Wetter. Es ist zwar nur 10 Grad, ja nur 10, aber mit praller Sonne, wo locker 16, 17 Grad sind, blauer Himmel bis zum geht nicht mehr, ein Blick auf die Berge, schöne Musik im Hintergrund, saubere Straßen und wirklich sehr, sehr geil. Da jetzt laufen wir jetzt noch mal ein kleines bisschen, weil wir wollen ja zum Nara Park und ich hoffe, dort sind auch die Rehe. Sind es Rehe? Ja, ich glaube, es sind Rehe, die man sogar streicheln kann. Und die laufen auch einfach da rum. Einfach so. Auf der freien Wildbahn quasi. Ach Leute, also das hier sieht sehr, sehr schön aus. Also das hat sich jetzt schon allein schon für die Optik hier gelohnt. Sehr, sehr geil. So, meine lieben Leute, willkommen weiterhin. Ja, ich kann euch jedes Mal willkommen sagen. Und auf jeden Fall, guckt euch das an. Hier geht es gerade hoch zur ersten Tempelanlage auch vor allem. Da steht sie auch dran. Könnt ihr mal gerne gucken. Wie das heißt, jetzt müssen wir die Treppen hoch. Laufen jetzt mal die Treppen hoch. Wunderschön. Unglaublich geiler Tag. Unglaublich schön. Ich habe mir jetzt halt mal gesagt, da hinten geht es halt weiter. Das ist also der Nara Park. Also müsst ihr, glaube ich, jetzt beim Nara Park sein. Weil, wie gesagt, hier gibt es Rehe und die laufen hier einfach so frei herum. Und das ist auch so diese Besonderheit hier im Nara Park. Und natürlich die Tempelanlagen, ganz klar. Ja, da strahlt die Kultur mehr, als wenn man halt in der Großstadt ist. Ja. Und da Schreine besucht. Hier kommt das Ganze nochmal ein bisschen mehr zur Geltung. Ja, und ich will auf jeden Fall einen Reh streicheln. Ein bisschen kommt man sich ja so vor, als wäre das hier ein großer Zoo. Nur mit dem Unterschied, dass es ein Park ist. Und die einzigen Tiere, die man sehen kann, Rehe sind. Ich glaube, es braucht etwas zu essen. Und wir kaufen jetzt etwas zu essen. Da können wir die Tierchen füttern. Oh ja. Ja. Da futterst du fein, ne? Es verfolgt mich, Leute. Es will immer noch mehr zu futtern haben. Warte. Jo. Wir gehen in die Wälder vom Nara Park. So, nachdem wir jetzt ordentlich die Rehe gestreichelt haben, suchen wir jetzt kurz was zum Futtern oder so, wenn was auf dem Weg liegt. Und dann geht's weiter zu den Tempeln. Aber das war schon ein extremes Highlight. Meine Leutchen, wir laufen gerade durch einen Wald, offensichtlich, und, oh Gott, Leute,
Ja, wir laufen gerade durch den Wald und wir sind auf der Suche, beziehungsweise sie ist auf der Suche nach etwas Essbarem. Und, oh Gott, ich hatte so eine gefüllte Dampfnudel, kennt das doch, diese chinesischen da. Waren gar nicht mal so schlecht. Zu dem größten Buddha der Welt. Der wirklich ziemlich groß sein soll. Noch knapp eine halbe Stunde Fußweg. Ja, wir waren gerade essen gewesen. Hat ungefähr so knapp 7 oder 8 Euro gekostet. War wirklich sehr, sehr lecker. Es war wirklich sehr, sehr lecker, weil es war alles frisch. Es war wirklich frisch. Normalerweise esse ich ja meistens in den Fast-Food-Ketten. Kann man wirklich so nennen. Jetzt mal so ein bisschen sehr, ja, einheimisch hier in diesem Dörfchen. Mit Schiebetür und alles drum und dran. Also wirklich sehr, sehr schön gemacht auch. Und ich weiß nicht, was ich gegessen habe. Ich habe den Namen wieder vergessen. Gut. So, das Ding ist einfach mal übelst riesig hier. Meine Damen und Herren, willkommen beim großen Buddha. Beziehungsweise vorm Eingang dieses Monsters. Leck mich im Arsch. Man kann ein bisschen dran scrollen oder beziehungsweise zoomen, dann seht ihr mal, wie klein die Menschen sind und wie riesig diese Burg ist. Es ist eigentlich ziemlich cool. Ne? Das ist aber definitiv das Highlight unserer heutigen Reise. Man, guckt euch das mal an. Es ist verdammt nochmal riesig und das Krasse ist, man darf reingehen. So Leute, wir sind jetzt in diesem Tempel drin. Und hier sehen wir den größten Buddha der Welt. Da ist er. Der ist verdammt nochmal riesig. Wenn der mal umfällt, dann brettert hier alles nieder. Was ein Riesenteil. Was ein Riesenteil. So Leute, willkommen zum Endprodukt, ja. Es ist Abend, der Tag ist vorbei, fokussierte, danke. Und ja, jetzt fahren wir nach Hause, nach Osaka. Und werden aber nochmal in so ein Café gehen, ja. Ein bisschen den Abend ausklinken lassen. Und ich sage einfach mal, vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Kommentiert fleißig und ich möchte jetzt noch eine Zuschauerin grüßen, und zwar die Jody. Hi Jody. Und ja, ich hoffe, ich habe dir jetzt ein kleines bisschen glücklich gemacht. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Haut auf jeden Fall rein, Leute. Bis dahin. Ciao, mata. Tokyo Lifestyle.